Genau, ich habe mich in meiner Arbeit vor allem um die Frage gekümmert, welche Geschäftsmodelltypen existieren für Energieeffizienzdienstleistungen, was lässt sich für ein System in diese Vielfalt hereinbringen und danach in einem konkreten Anwendungsfall in der Stadt St. Gallen war das für mich zu schauen, was für ein Potenzial, also in Zahlen, haben diese Modelle eigentlich. Und genau hier lässt sich auch noch sagen, es gibt auch eine Vorgängerarbeit von einem Kommilitonen von mir, Jan Baumgartner, und diese Arbeit ist eigentlich so die Fortsetzung davon. Genau, und da habe ich einige Aussagen von ihm noch, wie er hat eigentlich schon festgestellt, dass der Markt sehr fragmentiert ist und die Einheitlichkeit der Angebote schwer zu, oder dass es sehr schwer zu finden ist. Zudem hat er bereits begonnen, mit Systematisierungsansätzen zu arbeiten und gewisse Kriterien auszuarbeiten, wie man vielleicht eine, sag ich mal, Ordnung oder Struktur in diese Vielfalt bringen kann. Und ich habe das Ganze eigentlich mit der Hypothese angegangen und gesagt, dass auch oder dass viele von den Energiesparverträgen eigentlich immer auf sehr große Kunden abzielen, aber dass man vielleicht auch gucken kann, welche kleineren Kunden könnte man mit solchen Verträgen bedienen. Genau, dazu möchte ich ganz kurz probieren, die Key Findings meiner Arbeit vorzustellen. Da möchte ich ganz kurz die Ausgangslage, meine Motivation aufzeigen. Dann habe ich eine Marktanalyse gemacht mit 50 Energieversorgungsunternehmen aus der Schweiz. Da habe ich die Webseiten analysiert und habe geschaut, was bieten die überhaupt an Dienstleistungen an. Danach habe ich probiert, mit Geschäftsmodellclustern eigentlich Gruppen von Dienstleistungen zu bilden, um zu sehen, wie gesagt, in welchen Eigenschaften sind die sich vielleicht ähnlich und wie kann ich die systematisieren. Die Erkenntnisse daraus habe ich dann auf das Stadtgebiet St. Gallen angewendet und habe damit Zahlen ausgerechnet, was das Potenzial sein könnte von den Modellen. Und zuletzt möchte ich noch ganz kurz auf die Hemmnisse eingehen, die vielleicht mit zwei beispielhaften Geschäftsmodellen überwunden werden können. Genau. Also für mich das Thema war sehr interessant. Ich bin, wie gesagt, durch einen Kurs an der HSG mal näher mit dem Thema vertraut geworden. Und für mich sind Energieeffizienzdienstleistungen sehr faszinierend, weil sich grundsätzlich die ganze Branche im Wandel befindet und die Energieeffizienzdienstleistungen in meiner Sicht drei Ziele erfüllen. Das ist einerseits sind es Klimaziele, ökologische Ziele, die vielleicht von den Staaten, von der Politik gestellt werden. Dann gibt es die Kunden, die Geld sparen möchten und vielleicht ihre Energiekonsum senken möchten. Vielleicht machen sie das auch, weil sie ökologisch denken, aber das ist jetzt keine Grundannahme. Aber zudem gibt es, wie gesagt, die EVUs, die auch eine Profitausrichtung haben und mit dem Wandel in der Branche Energieeffizienzdienstleistungen halt als Instrument sehen, um vielleicht neue Kunden zu erschließen oder bestehende Kunden anders zu erschließen als mit den herkömmlichen Verträgen. Und in der Literatur habe ich auch eine Quelle gefunden, die eigentlich das zeigt, dass durch den Energievertrag sich zwar die Energienachfrage reduziert, weil vielleicht Energie oder weil Energie gespart wird, dadurch nimmt der Energiekonsum ab oder der Energieverkauf vom EVU reduziert sich. Allerdings die Vertragseinnahmen und die Kundenbindung kompensieren diesen Effekt und am Schluss resultiert ein höherer Kundenwert. Nur als Illustration. Genau, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich dann den Markt angeschaut, um mal zu sehen, was ist eigentlich nach diesen theoretischen Herangehensweisen, was ist eigentlich im Schweizer Markt vorhanden und was findet man da vor. Und hier habe ich, wie gesagt, die Webseiten angeschaut. Das ist die Auswertung als Word Cloud und man sieht, dass eigentlich die Häufigkeit mit der Größe des Wortes dargestellt wird. Allerdings hatte ich auch hier große Probleme, Einheitlichkeit festzustellen, weil eine Energieberatung ist nicht eine Energieberatung. Also es gibt da verschiedenste Ausdifferenzierungen und es war schon schwierig, wenn man sich eine Dienstleistung anschaut, zu sagen, okay, in welche Kategorie oder in welchen Überbegriff möchte ich das jetzt einordnen. Genau. Und danach habe ich in einem zweiten Schritt probiert, jetzt war ich zu schnell, diese noch nicht strukturierte Erkenntnisse eigentlich in ein erstes Raster einzusortieren und zu sagen, anhand welcher Kriterien kann ich da eine Ordnung reinbringen. Und ich habe mir das einmal angeschaut, indem ich mir den Integrations-, ich hoffe, man kann das lesen, indem man sich den Integrationsgrad angeschaut hat und sagt, okay, inwiefern ist eine Dienstleistung in Verbindung mit dem Gebäude? Und auf der anderen Achse habe ich mir die Skalierbarkeit angeschaut, wo ich sagen möchte,
Eine tiefe Skalierbarkeit sagt aus, dass es sehr individuelle Verträge und Abmachungen und Projekte sind. Und eine hohe Skalierbarkeit sagt eigentlich, dass ich das an eine Vielzahl von Kunden verteilen kann oder dass ich die gleiche Dienstleistung eine Vielzahl häufiger brauchen kann. Und Contracting sieht man hier eigentlich eher im oberen rechten Bereich, weil es sich doch um Verträge oder um Maßnahmen handelt, die immer mit dem Gebäude zu tun haben und die immer eine Veränderung am Gebäude haben und wie gesagt, eigentlich auch eher immer größere Kunden ansprechen und Einzelanfertigungen sind in dem Sinne. Und dann habe ich aber noch zusätzlich, weil das eigentlich mit der Energieeinsparung da noch keine Aussage darüber getroffen werden kann, mir ein zweites Modell angeschaut. Das ist dieses Modell, was ich in der Literatur gefunden habe, was eigentlich jetzt den Zusammenhang von Einsparpotenzial oder Einsparung und Investitionen und damit auch Komplexität aufzeigt. Und hier wurde beispielhaft das am Beispiel oder wurde es mit ESC vorgenommen und ich habe dann aber in einem nächsten Schritt eigentlich die Dienstleistung, die ich im Markt gefunden habe, in der Marktanalyse und die ich auch sonst im Verlauf der Erstellung der Arbeit über Praxisbeispiele gehört habe, nicht zuletzt mit den Praxisbeispielen, die von SwissESCO vorgestellt wurden, immer wieder, dass man da sagt, okay, wo kann ich die einordnen anhand dieser Ausgangsgrafik und kann ich auch diesen Zusammenhang erkennen. Und für mich wurden danach mehrere Gruppen hier drin erkennbar, die ich dann zusammengefasst habe in die Cluster. Und ich möchte jetzt aus Zeitgründen eigentlich nur auf, auf das Cluster 2 und 6 eingehen, weil, wie sich nachher in der Potenzialanalyse zeigt, kamen dafür eigentlich interessante Werte für die Stadt St. Gallen heraus oder besonders interessante Werte für die Stadt St. Gallen heraus, genau. Für das Cluster 2, das habe ich als höher skalierbare ESC-Konzepte benannt, wo ich eigentlich genau diese Ausgangsthematik, die ich bereits geschildert habe, mir angeschaut habe und gesagt habe, okay, die ESC-Verträge, zentrale Eigenschaft ist die Einspargarantie, aber das sind eigentlich immer nur für sehr große Kunden, öffentliche Gebäude in der Regel oder öffentliche Kunden. Und ich habe hier das Beispiel der Heizungsoptimierung gefunden, was auch den Watt d'Or gewonnen hat von den Service Industriel de Genève. Und habe da eigentlich gesehen, okay, sie sagen, es ist keine Investition notwendig und es resultiert eine Einsparung. Also ist das in dem Sinne eigentlich eine Einspargarantie und der Kunde muss nichts investieren. Und nach der Vertragslaufzeit profitiert er von den Einsparungen. Und es ist eine eher gering investive Maßnahme, weil es sich lediglich um die Optimierung der Heizung handelt und nicht um jetzt den kompletten Neubau einer Heizung oder Sanierung einer Heizung. Und damit lassen sich gemäß Service Industriel de Genève 10-15% Energieeinsparungen realisieren. Also es ist schon bemerkenswert, finde ich. Und als zweites Beispiel in dieser Gruppe habe ich noch Volt Control gefunden, aber ich möchte da jetzt nicht viel detaillierter drauf eingehen, weil ich danach auch das Rechenbeispiel für die Stadt St. Gallen eigentlich mit der Heizungsoptimierung gemacht habe. Und das Cluster 6 sind eigentlich Einspar-Contracting, sage ich jetzt mal im klassischen Sinne, wo man aber sagt, okay, es werden vielleicht verschiedene Maßnahmen auch aus anderen Clustern, die jetzt nicht direkt Einspar-Contracting sind, hinzugenommen. Also dass man zum Beispiel sagt, man macht auch ein Energiemanagementsystem, was quasi über den Contracting-Vertrag dann realisiert wird. Also ich habe hier mir das Beispiel mit dem Krankenhaus in Dänemark angeschaut, was auch hier, ich glaube, von SwissESCO schon mehrfach diskutiert wurde, auch in einem Vortrag mal, wo man sagt, okay, das ist ein extrem großer Vertrag und hier wurden halt sehr viele Maßnahmen umgesetzt und zu der reinen Rolle der ESCO oder des EVUs, wenn es als ESCO auftritt, kommt halt hier auch die Projektmanagement-Rolle hinzu, weil das dann ein ganz anderer logistischer Aufwand auch ist, so ein Projekt zu planen, wenn man sich überlegt, in einem Krankenhaus die Fenster auszutauschen, muss ja bei laufendem Betrieb funktionieren und das sind ganz andere Anforderungen. Ich habe hier eigentlich als Geschäftsmodell einerseits das Contracting an sich gesehen, aber andererseits eigentlich die ganze Komponente der Projektorganisation auch, die damit dranhängt. Genau, jetzt möchte ich darauf eingehen, wie ich das für die Stadt St. Gallen angewendet habe. Und zwar wurde mir von den Stadtwerken ein Datensatz zur Verfügung gestellt mit ungefähr 14.000 Einträgen zu Gebäuden, die verschiedene Parameter umfassen. Ich habe jetzt die rausgeschrieben, die ich für meine Arbeit verwendet habe.
Grundsätzlich habe ich unterschieden zwischen sogenannten Filterkriterien, die eigentlich aus der Grundgesamtheit der Gebäude diejenigen herausnehmen, die relevant sind für das Geschäftsmodell, also für die Heizungsoptimierung dann Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder für den Familienkrankenhäuser Spitäler. Und auch das Alter des Gebäudes oder der Heizanlage waren relevante Kriterien. Und basierend auf den Kriterien habe ich dann Berechnungskriterien noch. Das sind dann eigentlich die Größen, die am Schluss resultieren, also Wärmebedarf oder Fläche. Und folgendermaßen habe ich den Datensatz erst geschaut, ob das Sinn macht, ob das eigentlich in einer Linie mit dem ist, was wir aus der Schweiz kennen. Also die obere Grafik zeigt eigentlich den Gebäudebestand in Quadratmetern im Vergleich von der Stadt St. Gallen, das sind die dunkelblauen Balken, und der Schweiz, das sind die hellblauen Balken. Und man sieht hier, dass es zwar zu gewissen Abweichungen im Bereich der Wohngebäude links kommt, aber an sich, sage ich mal, ist das relativ plausibel, was ich da für die Stadt St. Gallen bekommen habe, und habe dann auch gesagt, okay, es macht Sinn, was ich in den Daten für verschiedene Gebäudetypen habe, und damit kann ich weiterrechnen. Und die zweite wichtige Frage war für mich eigentlich hier unten, ist der Raumwärmebedarf, macht der Sinn pro Gebäudetyp? Also es tut mir leid, wenn das jetzt etwas technisch wird, ich hoffe, jeder kann folgen. Das hier unten sind Boxplots, wo ich einfach die Verteilung aufgezeigt habe, wo das hier eigentlich bei so einem Strich die unteren 25% sind, das sind die mittleren 50, das ist der Median und das sind die oberen 25%. Und man sieht eigentlich anhand dieser Grafik, dass pro Gebäudetyp, also zum Beispiel bei Einfamilienhäusern ganz hier drüben oder bei sonstigen Wohngebäuden, ist eigentlich immer eine sehr geringe Spanne nur für den Raumwärmebedarf. Das heißt, typischerweise haben alle Einfamilienhäuser den gleichen Raumwärmebedarf. Und das war für mich sehr wichtig zu sehen, weil ich dann sehr stark mich auf diese Gebäudenutzung konzentriert habe bei der Berechnung und mir das halt gezeigt hat, dass es eine verlässliche Unterscheidung ist sozusagen. Genau, und das ist dann die konkrete Berechnung, die ich durchgeführt habe. Pro Cluster habe ich mir ein Geschäftsmodell rausgesucht, hier beispielhaft Cluster 2. Oben sieht man wieder die Filterkriterien. Ich zeige das an Cluster 6, das ist besser dargestellt. Man sieht die Filterkriterien, zum Beispiel sage ich, möchte nur Gebäude, die vor 1988 gebaut wurden. Ich möchte nur Spitäler und Heime haben von der Gebäudenutzung. Daraus errechnet sich dann aus dem Datensatz der Raumwärmebedarf und Strombedarf Energiebezugsfläche. Darauf basierend kann ich dann die Einsparung selber eingeben. Also die grau hinterlegten Felder sind eigentlich Felder, in denen ich selber was eingeben konnte. Und hier bei der Einsparung habe ich die Beispiele aus dem Praxisbeispiel genommen, die Zahlen, und habe gesagt, okay, wenn wir ein gleiches Projekt wie das in Dänemark in St. Gallen machen würden und ich die gleichen Zahlen annehmen würde, dann hätte ich so eine solche Einsparung. Und zusätzlich habe ich immer ein Umsetzungshemmnis berücksichtigt, um eigentlich zu sagen, vielleicht wurde ein Gebäude vor gar nicht so langer Zeit erst renoviert, und das hat sich halt in dem Datensatz, den ich hatte, hat sich das nicht gezeigt. Also ich wollte irgendwie berücksichtigen, dass sicherlich nicht alle von den Gebäuden, die ich hier oben mit drei Kriterien ausgesucht habe, in Frage kommen. Aber das ist einfach ein pauschaler Abzug, den ich über alle Modelle gemacht habe. Und dann errechnet sich daraus eigentlich einfach die Summe der Einsparungen. Hier errechnet sich abzüglich des Hemmnisses, errechnet sich hier das Einsparpotenzial in Megawattstunden. Und weil ich auch die Fläche der Gebäude habe, die in Frage kommen für dieses Modell, konnte ich auch das Einsparpotenzial pro Fläche berechnen. Und wie sich hier zeigt, bei der Zusammenfassung eigentlich über alle sechs Cluster, die ich mit dem Datensatz ausgewertet habe, ist der hellblaue Balken, das ist eben das gesamte Einsparpotenzial in Megawattstunden, und die dunkelblauen Rauten dann das Verhältnis, also das Einsparpotenzial pro Fläche, also in Kilowattstunden pro Quadratmeter oder Megawattstunden pro 1000 Quadratmeter. Und hier sieht man, wie ich am Anfang gesagt habe, dass, weswegen ich Cluster 2 und 6 ausgewählt habe, dass Cluster 2 eigentlich ein extrem hohes oder im Vergleich zu den anderen Modellen ein extrem hohes absolutes Einsparpotenzial hat, aber der tiefe Wert pro Fläche zeigt eigentlich, dass das extrem verteilt liegt. Also man müsste wahrscheinlich sehr viele Verträge machen und man müsste sehr viele Hausbesitzer ansprechen, um dieses Potenzial zu erschließen. Im Gegensatz zu Cluster 6,
wo wir zwar absolut nicht so viele Anwendungsfälle haben, weil es einfach nicht so viele Spitäler und Heime im Stadtgebiet St. Gallen gibt, allerdings dieses Ratio sehr hoch ist. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass dass man eigentlich mit weniger oder dass man pro Quadratmeter ein viel höheres Potenzial erschließt mit dieser Maßnahme. Genau. Und hier habe ich noch kurz umrissen, auch als Teil meiner Arbeit, was auch in der Vorgängerarbeit bereits diskutiert wurde, die Hemmnisse, welche dem Contracting gegenüberstehen. Wo ich sage, okay, ich glaube, mit Klasse 2 hat man sicherlich die informatorischen Hemmnisse, wo man sagt, okay, man bekommt dann eine jährliche Aufstellung der Heizkosten, dadurch werden die Leute vielleicht bewusster über ihren Konsum und erwägen vielleicht dann auch zusätzliche Leistungen in der Zukunft, die den noch weiter reduzieren. Und danach haben wir finanztechnische Hemmnisse, die natürlich wegfallen, weil keine Investition für den Kunden anfällt. Und das Kundenverhalten, also ob der Kunde jetzt risikoavers ist oder grundsätzlich keine Umbauarbeiten bei sich im Haus möchte oder andere, sag ich jetzt mal, nicht rationale Faktoren, die ein Kunde vielleicht hat, kann man durch dieses Cluster oder mit diesem Angebot eigentlich auch umgehen, weil, wie gesagt, es besteht insofern kein Risiko. Und es ist eine Optimierung, also es ist jetzt auch nicht, dass da große Umbaumaßnahmen anstehen würden. Und für das Cluster 6 habe ich auch festgehalten, dass die finanztechnischen Hemmnisse reduziert sind, weil sich durch die Einspargarantie sicherlich bessere Kreditkonditionen ergeben oder eine leichtere Kapitalbeschaffung für ein Projekt ergeben. Und organisatorisch formale Hemmnisse, wenn vielleicht nicht oder in der Organisation selber nicht genügend, sage ich mal, Experten vorhanden sind, die jetzt das Thema Energieeffizienz managen, das halt als Teil des Vertrages oder als Teil der Leistung halt wirklich eine Gesamtverantwortung vom EVU übernommen wird und ein Projektmanagement vom EVU oder von der ESCO gestellt wird. Und Kundenverhalten ist auch eigentlich wie beim anderen Beispiel, wo man sagt, das Risiko nimmt deutlich ab von dem Projekt. Also wenn man sagt, man renoviert ein Krankenhaus einfach so, um es zu renovieren, dann hat man ein viel höheres Risiko, als wenn man die Einspargarantie hat. Genau, und für die Stadt St. Gallen, wenn man jetzt in einer nächsten Bachelorarbeit schaut oder weiterschaut, was könnte man vielleicht damit anfangen? Selbstverständlich war das jetzt nur ein überschaubarer Datensatz oder vor allem habe ich auch nicht alle Parameter, die erwähnt wurden, verwendet. Es wäre sicher auch interessant, mit den Eigentümern der Gebäude tatsächlich zu reden, weil das sind auch nur Zahlen, die das widerspiegeln und jetzt keine aktuellen Stimmungen. Danach zusätzlich in meiner Arbeit habe ich mich nur auf Energieeffizienzdienstleistungen konzentriert, aber ich habe auch gesehen, bei der Marktanalyse von den EVUs, dass eigentlich sehr viel auch Energiedienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien angeboten werden, also Solarcontracting oder PV-Rechner auf der Webseite, dass man eigentlich das auch als Energiedienstleistungen anbieten kann. Das wäre sicherlich auch sehr interessant zu prüfen. Wie gesagt, vielleicht auch kundenseitige Befragungen, Marktanalysen, konkrete. Und danach als nächstes ist sicherlich relevant, wenn man dann sagt, okay, es gibt ein Geschäftsmodell, was man verfolgen möchte, dass man vielleicht mit Ansätzen wie dem Business Model Canvas oder anderen Modellen, dass man einfach arbeitet und sagt, wie kann man konkret ein Geschäftsmodell ausarbeiten, weil da gehören so viele Parameter dazu, mit welchen Partnern möchte das EVU dann zusammenarbeiten oder was sind eben die vertraglichen Strukturen, was sind die Umsatzstrukturen, was hat das EVU für Kosten und ja. Gut, das wäre es von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte einen Einblick geben in die Arbeit und Dankeschön.